Hey Leute, Isolino hier. Ich bin heute mal wieder bei BMW und werde euch zeigen, worauf ihr euch freuen könnt, wenn ihr eine Ausbildung bei BMW in Regensburg macht. Ich bin heute mit dem Bus da, aber als Azubi habt ihr die Wahl. Entweder ihr nutzt eure günstigen Nahverkehrstickets oder ihr macht es wie Mario, der sich zum Start seiner Ausbildung gleich mal einen Einser gemietet hat. Ihn treffe ich jetzt auch gleich. Kommt mit! Hey Mario. Hey Easy. Hey, das ist ja aber ein cooles Auto. Sag mal, wie kannst du dir das denn schon in der Ausbildung leisten? Also als Azubi profitierst du schon früh zu Beginn der Ausbildung von den günstigen Konditionen und du bekommst eine ordentliche Vergünstigung auf die Fahrzeugmiete. Hey, das ist ja nice. Danke, dass ich mir dein Auto ansehen durfte. Ich check jetzt aber noch die Kfz-Werkstatt. Klar, gerne. Viel Ciao. Spaß. Hi Eva. Servus Easy. Sag mal, was genau macht ihr Azubis hier eigentlich in der Kfz-Werkstatt? Wir arbeiten hier an vielen Projekten, an vielen verschiedenen Fahrzeugen, wie zum Beispiel den iX3. Das klingt ja cool. Und wo bist du lieber, in der Schule oder hier am Arbeitsplatz? Beides macht Spaß, aber hier in der Arbeit verstehen wir uns alle total gut und das praktische Arbeiten an Fahrzeugen macht viel mehr Spaß als wie nur die Theorie in der Berufsschule. Zudem haben wir hier die modernsten Techniken und unsere Ausbilder unterstützen uns bei allem. Hey, das kann ich verstehen. Vor allem das Gelernte dann in der Praxis anzuwenden, macht natürlich immer Spaß. Danke dir für deine Zeit. Ich treffe jetzt aber noch eine Ausbilderin. Alles klar. Ciao. Servus. Hi Steffi, du bist also Ausbilderin hier. Was würdest du denn sagen, worauf können sich denn die neuen Azubis denn hier am meisten freuen? Sie können sich auf ganz vieles freuen. Und zwar auf ganz viel neue Technik und Innovationen und darüber, dass sie in ein großes Auszubildenden-Team kommen. Gleich zu Beginn der Ausbildung fahren wir gemeinsam in ein Teamtraining, wo wir uns alle kennenlernen und zusammenwachsen. Hey, das klingt ja super. Da können sich die neuen Azubis ja wirklich auf etwas freuen. Ja. Danke, Steffi. Ich habe jetzt aber schon Hunger bekommen und check mal, was die Kantine zu bieten hat. Die Auswahl in der Kantine ist wirklich groß. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich essen soll. Bevor ich jetzt aber die Rebecca im InnoLab treffe, lasse ich es mir erstmal schmecken. Hi Rebecca. Hi Easy. Hey, dieser Automat schaut aber cool aus. Irgendwie wie auf einem Volksfest. Habt ihr den etwa selber gebaut? Ja, das ist unser Candy Grabber. Das haben wir gebaut, programmiert und sogar hergestellt. Hey, sehr cool. Macht ihr dann sowas während eurer Ausbildung dann öfter? Ja, in unserer Ausbildung werden wir praktisch vorbereitet auf unsere Tätigkeiten im Werk. Nice. Hey, apropos Werk, das ist meine nächste Station und da wartet schon der Stefan auf mich. Danke für deine Zeit. Gern. Hi Stefan. Servus Easy. Hey, du hast hier echt einen coolen Arbeitsplatz. Darf man hier während der Ausbildung schon arbeiten? Ja klar, man hat verschiedene Versetzungsstellen. Das ist aktuell mein zweite hier in der Roboterwerkstatt. Das zählt zum Karosserie-Rohbau dazu. Und diesen Roboter habe ich jetzt schon sehr lange betreuen dürfen, wenn Teile kaputt worden sind. Und was ich euch schon gelernt habe, das werde ich dir jetzt sagen. Hey, klingt gut. Let's go. Hey, danke für den Einblick. Super spannend hier. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen noch diese Servus. Hey Leute, ich hatte heute wirklich einen coolen Tag bei BMW in Regensburg und jetzt schon mal für euch die wichtigsten Facts zum Mitschreiben. Ihr könnt euch freuen auf flexible Arbeitszeiten und Mobilarbeit, günstige Fahrzeugmieten und günstige Nahverkehrstickets, eine Top-Kantine, euch erwartet ein Team voller Zusammenhalt und Unterstützung und das Beste ist, ihr habt eine Übernahmegarantie. Also worauf wartet ihr? Bewerbt euch jetzt.